Hey Leute und willkommen zu einem Vlog seit sehr, sehr lang. Wir sind auf dem Weg zur RPC mit minimal Verspätung. Bisschen. Verspätung seit jetzt, dass wir losgefahren sind oder seit wie es geplant war. Beides. Dann ist es mir jetzt so ein bisschen. Und mit dabei haben wir... Hi. Das ist der Beruf, den du dich vorstellen solltest. Nein. Und... Nee. Hi. Der Fahrer. Der Fahrer. Ich habe keinen Namen. Nee, ich bin der Adrian. Alles klar soweit. Ihr merkt, alles einwandfrei. Und wir sehen uns dann gleich auf der Messe wieder. So, und wir sind auf der Messe und jetzt gibt es jetzt allererstes mal ein bisschen Footage. Sein Notizbuch und das hier ist wahrscheinlich mit auf der Kamera nicht so geil, aber... Doch, warte. Funktioniert das? Ja, man muss die Kamera nur genug bewegen. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, was demnächst in Jens Zimmer hängt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Glücksgriff, richtig gut. Dann ein Gläschen, das ziemlich nice ist. Ja, zum Suicide Squad Film. Ja, ich muss das Film betonen. Ja, weil der Film ist definitiv deutlich anders als die Comics. Und noch etwas ganz Großes. Was ist das? Jay freut sich. Was ist es denn? Ja. Ich glaube, das ist Kontaktlinsen. Da sind ja Kontaktlinsen drin. Das sind Kontaktlinsen. Sehr geil. Ist nice. Sind Kontaktlinsen offenbar gelbe Kontaktlinsen? Nein. Blau. Ah, die. Oh. Oh, okay, das sind blaue Kontaktlinsen. Ja, mit blaue Kontaktlinsen. Wow. Adrian, ich stand nicht so nach unten auf mein Gemächt. Was hast du gesagt? Du sollst nicht so nach unten auf mein Gemächt stellen. So, das war. Das ist auf jeden Fall nice. Im Dice. Ja. Und hat sich auf jeden Fall belohnt. Ob wir das Zeug behalten oder wie verkaufen, sehen wir in der nächsten Folge von. Von wie sitzt du in deiner Ecke? Darf ich das auspacken? Ja, pack es aus. Du darfst es behalten. Nein, das kommt ja doch mal rein, das Ding wird gründlich transportiert. Das wird verkauft, selbst wenn es dir gefällt. Papa, Mama! Mein Papa! Das ist echt nice, oder?
Oh, dieses. Vor allem ist es gebunden. Und sieh mal dieses tolle Emblem hier unten am, am Seiten. Nee, das auch gut. Sieht sehr hochwertig aus. Ja, das ist auch krass. Aber es sieht so von dem, was ich finde, hochwertiger aus. Es riecht nicht nach hoch. Es sieht meiner Meinung nach auf jeden Fall hochwertiger aus, als es ist. Ist aber trotzdem echt schick. Und es hat da hinten noch irgendwie so ein Riff. Du meinst, es sieht hochwertiger aus, als es aussieht, dass es ist. Ich habe mich immer gefragt, wozu das da ist, aber naja, es ist da. Um zum Beispiel Notizen ähnliches reinzustecken. Aber wozu? Mensch, Jonah, so was weiß Weil dein Notizbuch ist. Ich habe nie einen Sinn. Wenn du eine Seite rausgerissen hast oder so, geht weiter. Ich reiße deine Seiten auf dich nicht heraus. Was ist falsch bei dir? Wieso? Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir machen Triebtöne. Wir sind auf jeden Fall bei, egal was jetzt hier nachkommt. Bis dann. Hey, ich bin hier mit Mayri von Orkenspalter. Bei denen solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr euch für Pen Paper, Lab und ähnliches interessiert. Comics. Dankeschön. Hi, ich bin Mayri von Orkenspalter und gerne. Also komm bei uns vorbei. Hi, schön dich zu treffen. Ich bin Mayri. Ja. Du bist? Ja. Das ist gut zu wissen. Wir sind die Zuschauer, aber hoffentlich. Ja, ihr, aber ich nicht. Ja. Es tut mir leid. Ja, kennt alles ja nicht. Okay. Wenn Zuschauer nicht wissen, habt ihr irgendwas in den letzten 5 Minuten falsch gemacht? Vermutlich. Und fragen sich jetzt, warum sie auf diesem Video sind. Ja. Ihr seid auf diesem Video, weil Jan euch erzählen will, wie die RPC ist. Und ich hoffe, es ist gut. Ja, für mich war sie auf jeden Fall eine Halbwert. Für dich bestimmt stressig. Stressig, ja. Aber gut. Wir gucken aber so schnell. Ein bisschen sonniger hätte es heute sein können. Ja. Da wir aber immer nur mal draußen. Ich war öfters draußen. Ich muss mal auf mein Dino aufpassen. Ja, das ist nachgedacht. Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Und auch den Zuschauern. Ciao. Macht's gut. So, ich weiß, die Cinematografie in diesem Video ist echt seltsam und scheiße. Weil es wahrscheinlich irgendwie mittendrin sein wird, obwohl ich im Auto sitze. Aber ich habe mir auf der Messe eine Ravenclaw-Krawatte plus Pin gekauft und möchte die jetzt eigentlich auspacken. Hast du eine Hand? Nein, kannst du mir die Pinzette. Oh Gott. Ja. Mit einer Hand Sachen auspacken, die aber noch zugeklebt sind. Nicht also, unbedingt so nehmen. Einfach. Dann nimm die Kamera. Solltet auch zu mir filmen. Tue ich doch. Kannst auch das Objektiv. Sein, so, ist das Ding. Nicht Objektiv, das Bildschirm umdrehen, damit du siehst, was du filmst. Das geht nicht auf. Doch, es geht auf. Alles nur eine Frage der Zeit. Und Technik. Funktioniert das? Ja, tut es einwandfrei. So. Wir haben eine qualitativ echt gute Krawatte. Ihr könnt sehen, was ich auch, auch merken mag, ist hier, sieht man das? Wir müssen das Licht halten. Nein. So sieht man es. Tatsächlich dann nochmal ganz klein. Das Wappentier von Ravenclaw. Ein Krawatten in Anführungszeichen. Haben anscheinend französisches Qualitätsprodukt. Noch einen schönen Zettel mit Produkten und so weiter. Oder mit Produktlogos. Dann hier noch einen schicken Pin. Darüber bin ich relativ so strich zufrieden. Und
wir sehen uns jetzt, wo auch immer ich morgen früh Lust drauf habe hinzuschneiden. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Ausgang. Was ich ganz vergessen habe zu erzählen, ich habe jetzt einfach auf der Con live noch mein Cosplay upgegradet. Wäre wieder an dieser Stelle, wo ein Weitwinkel praktisch wäre. Bin auf jeden Fall sehr happy. Und das war es dann wahrscheinlich jetzt auch von diesem Video, weil die Con vorbei ist. Aber weil ich der Kunst des Mitprogramms mächtig bin, kommt ja wahrscheinlich jetzt noch Autofahr- oder Con-Footage. Auf dem Weg zum Auto. Mir ist was ganz Entscheidendes eingefallen. Da vorne steht ein pinkes Auto. Und ja, und? Das ist richtig entscheidend. Da guck, pinkes Auto. Pinkes Auto. Also, Adrian, ja? Wie fandest du die APC? Nice. Also, allein an der Tatsache, dass er im Cosplay ist und ich nicht, erkennt man ja, dass ich jetzt nicht so. Doch, ich bin schon da. Aber ich hatte trotzdem Spaß. Viele nette Menschen, Cosplayer sind nette Leute, Menschen auf Conventions sind nette Leute. Yay! Ich habe überlegt, irgendwas Geiles zum Thema Cosplay zu sagen. Aber okay, gut, das klingt irgendwie in der Kombination gerade hier selbst verliebt, dann schon gleich, weil ich selbst im Cosplay rumlaufe. Wie war für dich die RPC? Mal was anderes, mal was Neues. Ich bin das so nicht gewohnt, eher in Richtung WGT oder so. Halt die Gothic veranstaltet, aber nicht so in der Gemeinde, in Anführungszeichen, sondern einfach so. Aber freundliche Menschen, viel offener als der WGT, relativ viele Deutsche, also war was anderes, aber trotzdem gut. Apropos WGT. Nächstes Wochenende begleite ich Sie aufs WGT und später fand ich auch irgendwie versuchen, ein wenig zu vloggen. Ich weiß noch nicht, wie genau das alles funktionieren wird. Ich werde es aber auf jeden Fall versuchen. Plan ist eigentlich, dass dieses Video hoffentlich jetzt übermorgen am Dienstag rausgekommen ist. Dann ist der Plan für das WGT-Video eigentlich, dass es in der Woche drauf am Dienstag rauskommt. Was nicht geht, wenn wir bis Montag in Leipzig sind. Oft kann ich schneiden. Wir kommen Montagabend um 11 oder so heim. Also, ihr merkt, das ist zeittechnisch alles noch irgendwie so ein bisschen nah. Ihr werdet ja sehen, wann es tatsächlich rauskommt. Wenn du nicht potenziell im Lauf der nächsten zwei Wochen. Irgendwann einfach. Irgendwann. Sorry, it took forever. Adrian, erzähl was Lustiges. Jo, okay.